Sonnenaufgang hier an der alten Festung und ich jogge hier schon durch den Wald zum Spot. Heute soll's auf Hecht gehen. Und wir kommen hier so langsam am Tümpel an und sind angekommen. Hier geht es jetzt auf Hecht und ich baue mir mal eben mein Setup zusammen. So, Setup ist fertig zusammengebaut. Das heißt, wir testen jetzt hier oder ich teste jetzt erstmal blind das Ganze und werde hier in verschiedenste Richtungen werfen. Wichtig jetzt hier, ich bin hier mit Wobblern unterwegs und muss natürlich auch erstmal gucken, wie verhält sich der Wobbler. Zack, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Noch nicht wirklich groß, aber immerhin schon mal ein gutes Zeichen, dass es hier reagiert auf diesen Köder. Der Köder funktioniert immer wieder und es gibt auch schon ein ähnliches Video zu diesem Köder, zu diesem Spot. Und ja, so ist es halt im Game. Alle paar Wochen oder Monate funktionieren die gleichen Spots oder die Spots mit ähnlichen Ködern auch immer wieder. Das heißt, man kann das immer mal wieder probieren, ob es denn gerade wieder geht. So, jetzt gucken wir mal eben. Was ich jetzt hier mache, ist mit dem Wobbler. Das ist ein Floating, ein schwimmender Wobbler. Ich versuche den jetzt gerade, ihr seht es vom Kurbeln her, mit einer kleinen Umdrehung, zack, da kommt der nächste kleine, mit einer kleinen Umdrehung den Wobbler in Action ja, zu bringen. Also, der schwimmt, das sehen wir jetzt hier. Da ist er an der Oberfläche, man sieht hier vorne so ein bisschen noch, genau, jetzt haben wir die Schnur ein bisschen straff. Und dann liegt er da so halbgrün. Und sobald man eben kurbelt, geht er runter, zack, geht runter, taucht wieder auf. Genau das wollen wir. Aber wir wollen halt ein bisschen mehr kurbeln. So, jetzt ein bisschen doller. Und dann geht er wieder hoch und wieder runter. Und da steht auch schon das Twitchen. Zack. Und er kommt wieder rauf und wieder runter. So, das ist genau das, was die Hechte so richtig schön triggert. Zack, der abstürzende Fisch, der auftauchende, der irgendwie eine Macke hat. Dann versucht er wieder runter zu stürzen. Dann geht er wieder rauf. Also, da sagt sich der Hecht sofort, alles klar, leichtes Opfer, den nehmen wir mit. Und da kommt die erste Hechtenbuddy auch schon an. Zack, 5,8 Kilo, schmeckt. Also, genau sowas machen wir jetzt hier. Das heißt, Uhrzeit ist schon richtig. Wir haben gleich 6 Uhr, jetzt haben wir schon 6 Uhr. Bestes Timing. Bedeutet also für dich, wenn du sagst, boah geil, Alter, Hechtangeln wäre doch mal was für mich. Ja, grundsätzlich immer eine gute Idee. Hecht ist auch kohlemäßig gar nicht so schlecht. War irgendwann mal besser, aber es ist immer noch ganz okay. Vor allem, wenn das eben frequenzmäßig ganz gut läuft. Zack. Und größenmäßig ganz gut läuft, dann kann man die alle sehr schön mitnehmen. Dazu kommen immer wieder regelmäßig Kaffeeaufträge. Auch die nehmen wir natürlich mit. Und das Wichtigste, es macht einfach Bock. Es macht einfach Bock, wenn da so ein dicker Hecht reinballert und hier richtig schön Gaudi macht und richtig abzieht. Dann ist es cool, vor allem, wenn man das passende Setup hat, mit dem man hier so einen Brocken auch schon ganz gut rausdrillen kann. Macht es Sinn, mit dem Belaya-Setup auf Hecht zu gehen? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Also, man kann das mal ein wenig machen. Aber wenn ihr hier mit einer 3000er Rolle, die ungefähr 5-6 Kilo an Bremskraft hat, wenn ihr mit so einem Gerät hier auf Hechte geht, mit, ja, jetzt gerade selbst der mit fast 6 Kilo, der hätte halt richtig Theater gemacht. Der Aufbau des Setups, das ist eine andere Sache, da gehe ich gleich drauf ein. Das kann man halt alles irgendwie hinbiegen, dass das klappt, dass der Hecht auch nicht das Setup durchbeißt. Aber ihr farmt damit Verschleiß und zwar satt. Ich habe das vor Monaten probiert mit einem anderen Account, mit einem Tutorial-Account. Habe damit viel mit dem Setup hier an der alten Festung auf Hecht geangelt. Und es geht halt richtig, richtig in den Verschleiß rein. Also Schnurlaufringe gehen hart kaputt, die Bremse geht hart kaputt und es geht auch noch in den Blank. Also alles in allem überhaupt nicht gut für das sogenannte Belaya-Setup, falls du das noch nicht kennst. Auch das verlinke ich mal eben. Das ultimative Setup,
was man sich einmal holt, ungefähr ja, so ab Level 12, zwischen 12 und 20. Und dann nutzt man das immer noch, selbst mit Level, also ich nutze es immer noch mit Level 44, ist einfach ein Top-Setup. Und im Vergleich jetzt zur aktuellen Version, das Setup ist noch besser geworden. Das ist das Setup jetzt, es ist ein Setup jetzt mit 11 Kilo Tragfähigkeit. Im verlinkten Video hat es, glaube ich, nur noch oder noch 8, 9 Kilo oder sowas. Also deutlich weniger. Jetzt hat es, wie gesagt, 11 Kilo ist es genau die richtige Route. Sie hat bloß jetzt mehr Tragfähigkeit. Ja, welches Setup kann man denn noch verwenden? Und ich würde sagen, das machen wir mal eben. Ich baue das mal hier eben gerade etwas ab. Das sogenannte, wenn man das so nennen mag, Yama Set Start. Auch das verlinke ich nochmal eben. Yama Set Start gibt es natürlich ein Video zu. Und da dann am besten mal reinschauen. Auch dieses Setup sensationell. Und eben, wie gesagt, richtig gut für das, ja, für den Erstkauf sozusagen nach dem Belaya Setup. Also, wenn man danach mal etwas haben will, mit dem man ein bisschen schleppen gehen kann oder mit dem man halt hier auf Hechte gehen kann und so weiter, dann holt man sich sowas. Wenn man jetzt natürlich ganz gezielt auf Hecht geht, hat man die Wahl zwischen Fluorocarbon-Vorfach in Dick und Stahlvorfach. Wenn ihr also noch keine Vorfächer selber binden und schneiden könnt, wenn ihr die Zange noch nicht habt, alles kein Problem, gönnt euch ein Stahlvorfach. Normalerweise habe ich auch noch ein 22 Kilo Stahlvorfach, das verwende ich immer ganz gerne. Habe ich, glaube ich, zuletzt verschenkt. Jetzt ist es weg, dann nehmen wir einfach das 30 Kilo Stahlvorfach. Passt schon. So, dann F11. Wir suchen raus den Funky Minnow. Da ist er. Braucht auch gar nicht so besondere Haken. Man kann auch hier gerne 4 Nuller Haken noch drauf klatschen, soweit das möglich. Ne, 3 Nuller maximal. Also eine Stufe größer könnte man auch noch nehmen. Ist für den Hecht gar nicht so wild. Schafft er. Gar kein Problem dafür. Also, zack. Und dann gehen wir hier genauso. Genauso wie jetzt gerade auf dem Setup gehen wir jetzt hier auch rein. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir vielleicht genau ein bisschen mehr kurbeln. Und dass wir dann damit hier versuchen, die Hechte zu triggern. Ganz wichtig, Hechte haben gewisse Uhrzeiten, wo sie gut und gerne beißen. Und zwar einmal in den Morgenstunden, so bis ungefähr 11 Uhr. Dann gibt es eine Flaute. Und danach geht es wieder so gegen 16 Uhr ungefähr los, 16, 17 Uhr bis ungefähr 23 Uhr. Dann ballern sie quasi, ja, so lange ballern sie rein oder zumindest bis es dann langsam dunkel wird, dann wird es immer weniger. Und ja, dann war es das. Also im Großen und Ganzen ist es das eigentlich schon. Was man jetzt natürlich macht, ist auch hier verschiedene Stellen und verschiedene Führungsmethoden so ein wenig testen. Was ich jetzt natürlich auch gerade mache, wenn ich jetzt merke, guck mal hier, auf dem Stahlvorfach, da tut sich gerade nichts, dann ja, muss ich natürlich wieder ein bisschen rumprobieren, aber es tut sich zum Glück doch noch was. Die Brocken ballern noch rein, vielleicht muss ich einfach ein bisschen langsamer durchjiggen. Gucken wir mal. Das ist halt so ein bisschen die Frage immer der Führung, wie doll lässt man sie wieder aufsteigen, den Köder, wie viel Zeit lässt man sich. Wer es noch nicht erkannt hat, von der Position hier sind wir an einem absolut anfängerfreundlichen Spot. Das heißt, hier haben kaum irgendwelche Fische die Chance, wirklich weit zu fliehen. Wenn man sich das Setup anschaut, ich habe jetzt hier 200 Meter Schnur drauf von 300 auf der HSV als Rolle, 30 Kilo Vorfach. Viele sagen, oh mein Gott, das ganze Set ist falsch zusammengebaut. Die Tragfähigkeit des Vorfachs über der Hauptschnur, ja, absolut richtig, auch scheißegal, denn wir wollen hier nicht einen Vorfach haben, was irgendwie einen Schwachpunkt darstellt, sondern wir wollen ein starkes Vorfach haben, was die Tragfähigkeit bzw. was die Durchbisschance des Hechtes reduziert. Und das tut eben Fluorocarbon, in dem Fall jetzt hier 35 Kilo Fluorocarbon mit 8 mm. 0,8 mm. 0,8 mm dickes, fettes Fluorocarbon, da kommen die scharfen Hechtzähne kaum durch. Es sei denn, es ist ein Hecht mit
sagen wir mal 20 Kilo. Sehr unwahrscheinlich, dass der hier reingeht. Aber so ein 20 Kilo Hecht, der würde das Ding hier auch noch durchbeißen können. Ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, dass sowas hier an der alten Festung reinballert. Also 35 Kilo, ihr könnt auch, wenn ihr manche Materialien nicht habt, ich sag mal so auch im Bereich von 27 Kilo, auch das kann man noch gut machen. Auch da ist die Wahrscheinlichkeit noch sehr, sehr gering, dass es hier einen Hecht gibt, der das schafft durchzubeißen. Das Ganze hatte ich jetzt vor kurzem auch schon mal im Koori-Video gesagt und erwähnt. Man hat so eine ungefähre Rechnung. Wir nehmen jetzt hier diesen Fisch. Der würde es schaffen, 1,2 Kilo, der würde es schaffen, 2,4, einfach mal das Gewicht verdoppeln, ein Vorfach in der Stärke durchzubeißen. Also, gar kein Problem für uns. Was hatte ich noch gerade hier bis in der kurzen Zeit jetzt hier alles schon gefangen? Nehmen wir den 5,8er. Der würde es schaffen, also wir verdoppeln das Ganze hier einfach, vielleicht runden wir das einfach mal hier grob auf, weil wir wollen ja auch immer noch ein bisschen Sicherheit. Nehmen wir jetzt einfach mal 6 Kilo und runden das einfach mal auf. Das heißt, ein 12 Kilo Vorfach hätte der höchstwahrscheinlich nicht durchgebissen. Je nachdem, wie heftig der Drill ist und je nachdem, wie lange man dann auch daran rumzuppelt. Heißt also, wenn man da vielleicht gerade einen 12 Kilo Vorfach hat auf dem Belaya Setup oder was in der Stärke ungefähr, dann würde so ein Hecht das schon durchbeißen. Dementsprechend, ja, Stahlvorfach, so wie hier jetzt gerade, wenn man gezielt auf Hecht geht, gerne Stahl nehmen. Oder wenn ihr die Vorfächer herstellen könnt, dann Barsch. Dann natürlich gerne auch mal mit Fluorocarbon in sehr, sehr dick probieren. Und da ist, wie gesagt, die Tragfähigkeit des Vorfachs nicht interessant, sondern die Dicke ist interessant. Ja, trotz allem muss man natürlich gucken, dass man eben ausreichend Power hat. Hier in dem Fall jetzt das Setup auf ungefähr 17 Kilo an Bremskraft. Natürlich schon mit ein bisschen Verschleiß. Und hier eine 19 Kilo Schnur. Wenn was kaputt geht, dann reißt halt die Schnur. Ist dann halt so Vorfach auch weg. Aber wahrscheinlich ist das nicht so, dass da irgendwas passiert. Den drillt man hier einfach müde, denn wir sind hier am Fuß. Abgeschlossenes Gebiet, sollte hier jetzt wirklich in einen riesen Brocken reingehen, ziehe ich die Rute hier rechts rüber, der Fisch haut nach links ab, kommt da nicht mehr raus aus diesem Gebiet und dementsprechend kann ich ihn da hinten schön dann müde drillen und dann ist der Drops gelutscht. Ganz wichtig natürlich auch hier ein bisschen laufen und suchen, variieren, rumprobieren, ganz, ganz klarer Fall. Das hier ist einfach eine Stelle, beziehungsweise dieser Köder ist einfach immer wieder gut. Und diese Art von Köder oder diese Funky Minnows auch immer wieder mal ausprobieren an diesen anderen Stellen. Zum Beispiel direkt hier vorne, kann ich gleich auch nochmal hingehen. Ja, ihr habt gesehen, zack, hier vorne beißt es eben auch ganz gut, auch nicht verkehrt. Die nehmen wir natürlich auch mit. Wenn man jetzt hier in einem durchziehen würde, einen nach dem anderen, dann wäre hier auch deutlich mehr los und ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausziehen. Wir kommen nämlich so langsam hier jetzt gleich in die Mittagszeit. Das heißt also, wenn ihr auf Hecht geht, achtet heftig auf die Zeiten. Es macht einen gewaltigen Unterschied bei der Größe und bei der Frequenz. Wenn ihr euch denkt, boah, Alter, ich teste mal einen Spot und es ist gerade Mittagszeit, ja, dann ist das nicht verwunderlich, dass da gerade nicht viel geht. Auf jeden Fall diese Kernbisszeiten zwischen 6 Uhr und 11 Uhr ungefähr und dann zwischen 16 und 23 Uhr. Das sind so die wichtigsten Uhrzeiten für Hecht. Auch immer noch hier vorne so ein bisschen, ne, bis in den Nahbereich und ruhig auch nochmal am Ende ein bisschen stehen lassen, warten und dann erst reinzippeln. Denn es gibt häufig auch mal so ein paar Nachläufer. Ja, jetzt gehen wir hier vorne nochmal kurz an die Brücke. Auch das ist ja ein klassischer Spot. Hier vorne jetzt, wie gesagt, an dem Totholz, an den toten Bäumen, läuft schon richtig gut. Aber eben auch hier an den Birken, auch das super klassisch, ganz klassische Stelle fürs Hechtangeln. Hier sieht man es auch nochmal ganz schön, wie der hier an der Oberfläche steht, jetzt der Köder. Und wir zuppeln ihn jetzt hier runter. Zack, jawohl, wir sind schon im Twitchen drin. Genau das wollen wir. Und wir ziehen ihn einfach nur so ganz leicht runter. Wir ziehen ihn gar nicht voll durch. Der würde ja viel tiefer runtergehen. Wir machen aber extra nur einen ganz kleinen Klick mit der linken Maustaste. Zack, nur ganz leicht runter, leichte Drehung. Zack,
damit wir eben nicht ganz weit runter gehen bis auf den Grund, sondern wissen, ja, es ist hier ungefähr 1,20 Meter tief. Das heißt, wir wollen ungefähr bis zur Hälfte den runterjagen, dass er dann wieder auftaucht, manchmal auch hier ein bisschen stehen bleibt, ein bisschen abwarten und dann wird weiter getestet. Also, das ist halt hier, jetzt gucken wir gerade nochmal eben, 1 Meter Tauchtiefe. 1 Meter Tauchtiefe, es gibt auch noch die Variante in, was, F14? Das sind die Terminator, F15, da ist er, Funky Minnow, F15 kann man auch probieren. Das ist die deutlich größere Variante. Oh, da bammelt er schon. Also, das ist der deutlich größere Kandidat. Auch das kann immer mal wieder ganz gut funktionieren mit dem deutlich größeren. Natürlich ist das eher so ein Ausschluss für die kleineren Hechte. Wobei, Hecht ballert eigentlich auf alles drauf. Aber ich sag mal, so ein, der Elfer hat eine größere Frequenz. Ist schon ein bisschen angenehmer. Aber ich teste auch immer gerne hier den F15. Einfach ein richtig schön großer Köder. Hecht mag auch hier diese Jerkbaits natürlich. Gewaltig große Köder. Also dem Hecht ist es fast wurscht, wie groß das Ding ist. Hauptsache es ist irgendwie attraktiv und man kann reinbeißen. So, so sieht das Gezuppel hier aus. Also, ich glaube, wir haben sämtliche Daten, Infos und Fakten. Ich gehe jetzt gleich wieder zurück zu dem Totholz. Vielleicht geht es da vorne wieder besser ab. Hier geht es gerade nicht so gut. Also, fassen wir nochmal eben zusammen. Schnurstärke, ja, passend zum Setup. Das heißt also, passend zur Rolle, passend zur Route, die Hauptschnur. Vorfachstärke, größer gewählt. Wenn ihr Fluorocarbon verwendet, achtet auf mindestens 27 Kilo Fluorocarbon. Das ist schon hochriskant. Am besten 35 oder noch ein bisschen mehr. Also dann habt ihr da eine recht hohe Sicherheit. Auch das ist nicht hundertprozentig sicher. Aber das verwende ich auch häufig an anderen Gewässern. Außer am Archipel. Am Archipel verwende ich 55 Kilo Fluorocarbon. Das ist halt richtig, richtig dick. Aber da können eben auch super Trophy-Hechte ganz gerne mal reinballern. Da ist es halt nicht so selten, dass da sehr, sehr große Hechte reingehen. Meine 17 Kilo Trophy zum Beispiel habe ich auch auf 35 Kilo Fluoro gefangen. Ja, ansonsten den Drill natürlich erstmal ganz entspannt. Hecht haut erstmal ab, zieht ein bisschen, hat aber nicht so wirklich viel Power. Also erstmal ein bisschen abziehen lassen, Bremse entspannt erstmal lassen. Und wenn er dann, sagen wir mal so nach 30, 40 Sekunden, irgendwann so ein bisschen entspannter auch wird, der Hecht dann langsam die Bremse hochgehen. Mit der Bremse hochgehen und dann in den Drill gehen. Und dann lässt der aber auch ratzfatz nach, der Hecht. Also so richtig ausdauernd sind die nicht. Die gehen halt hart einmal rein. Und dann war es das auch ziemlich schnell. Ja, das war's fürs Video. Ich glaube, das waren alle wichtigen Informationen. Wir haben den Spot, wir haben den Köder, wir haben die Führungsmethode, Aufbau vom Setup. Ich würde sagen, gönnt euch ein paar Hechte, macht Kaffeeaufträge, auch das lohnt sich immer. Und wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen und Kanal abonnieren, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.